Und jetzt das Heute-Journal. Mit Heinz Wolf und Marietta Slomka. Guten Abend. Um kurz nach 18 Uhr dürften ziemlich viele politisch interessierte Menschen hierzulande eine Art Brexit-Moment gehabt haben. Verblüffung darüber, dass das etwas unwahrscheinlichere von zwei Szenarien eingetreten ist. Die SPD-Mitglieder haben die bis vor kurzem unbekannte Abgeordnete Saskia Esken und den mäßig bekannten Ex-Landespolitiker Norbert Walter-Borjans zu ihren neuen Parteichefs gekürt. Und dabei nebenbei ihren wichtigsten Bundesminister und Vizekanzler quasi rasiert. Formal gewählt wird das neue Duo auf dem Parteitag Ende nächster Woche. Es freuen sich die Jusos und es gratuliert die Linkspartei. Der Rest der Republik ist erstmal perplex und fragt sich, und was wird jetzt aus der Großen Koalition? Dazu gleich ein Interview mit Norbert Walter-Borjans. Doch zuvor berichten Andreas Huppert und Lars Bonsack vom Abend in Berlin. So sehen sie also aus, die Sieger im Duell um den SPD-Vorsitz. Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans sollen der alten Dame SPD neues Leben einhauchen, ihr wieder Selbstvertrauen geben und vor allem mehr linkes Profil. Ja, wir müssen ein Stück nach links. Ich glaube, das ist auch im Sinne eines Funktionierens der beiden Volksparteien, dass die nicht als siamesische Zwillinge aneinander schrumpfen, sondern dass sie beide deutlich machen, es gibt ein Links von der Mitte und es gibt ein Rechts von der Mitte. Und da stehen wir ganz sicher dafür, dass wir eine Politik links der Mitte brauchen. Diese Politik links der Mitte haben die Genossen ihm nicht zugetraut, Olaf Scholz. Der Vizekanzler und Finanzminister ist der große Verlierer. Unklar die Zukunft des GroKo-Befürworters in Partei und Regierung. Die Entscheidung bedeutet eine neue Parteiführung und hinter der müssen sich jetzt alle versammeln. Das ist das, was für die SPD in der Zukunft wichtig ist, damit wir eine starke Partei werden. So wie wir uns im Vorfeld ja auch in die Hände hinein versprochen hatten, gegenseitig, dass das unterlegene Paar, das dann gewinnende, gewonnen habende Paar unterstützt und dass wir gemeinsam für die Stärke der SPD eintreten. Wie groß die Angst vor einer noch tieferen Spaltung der Partei ist, demonstriert ein Video, das die SPD-Führung heute noch ins Netz gestellt hat. Danke, dass ihr mit uns gemeinsam diesen neuen Weg gewagt habt. Wir wollen eine bessere Gesellschaft und daran werden wir jetzt sehr konsequent arbeiten. Und wir tun das gemeinsam und geschlossen. Die Botschaft ist klar, nur geschlossen sind wir stark. Unklar allerdings, wie es das neue GroKo-kritische Duo mit der Regierungsbeteiligung hält. Nach Verhandlungen am Koalitionsvertrag, wie es vor allem Saskia Esken gefordert hat, lehnt die Union ab. Es geht jetzt darum, nicht über Parteien zu diskutieren, sondern die Frage, vor welchen Herausforderungen steht Deutschland, dieses Land gut zu regieren. Und dafür gibt es eine Grundlage. Und das ist der Koalitionsvertrag, der zwischen der SPD und der Union geschlossen wurde. Für die SPD brechen neue Zeiten an. Für die Große Koalition könnten die Tage dagegen gezählt sein. Und Norbert Walter-Borjans ist uns zugeschaltet. Guten Abend, Herr Walter-Borjans. Guten Abend, Frau Slomka. Wie mulmig ist Ihnen angesichts der historischen Verantwortung, die Sie da jetzt für Ihre Partei übernehmen werden? Mulmig ist mir gar nicht. Im Gegenteil, ich freue mich natürlich über das Ergebnis. Aber ich bin mir schon sehr bewusst, was das für eine riesige Aufgabe ist, die da auf uns zukommt. An dem Amt sind schon eine Menge sehr erfahrener SPD-Politiker gescheitert, darunter ein Bundeskanzler, ein Ex-Ministerpräsident, ein Urgestein zuletzt wie Andrea Nahles oder ein Schwergewicht wie Sigmar Gabriel. Scheint so, als wenn man im Willy-Brandt-Haus besser keine Fehler macht. Na ja, gut, man sollte nirgends Fehler machen, aber ich glaube, dass gerade mal das neue Verfahren, dass wir die Mitgliedschaft haben entscheiden lassen und dass es eben gerade nicht diejenigen sind, die praktisch schon immer im Führungszirkel gesessen haben, dass das auch neue Chancen eröffnet. Denn Sie haben ja gerade eben einige aufgezählt, das war ja offenbar nicht die Garantie dafür, dass alles funktioniert hat. Also finde ich den Versuch mal, die Basis, wie das so schön heißt, mit der Führung in Berlin wieder enger zu verzahnen, ist eine sehr aufregende, aber eben auch eine für mich jedenfalls sehr interessante Herausforderung. Ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich funktionieren kann. Von dieser Basis hat sich aber auch nur die Hälfte dazu aufraffen können, überhaupt mitzumachen bei dieser Wahl. Naja, wir wissen ja, dass bei vielen Mitgliederbefragungen auch in anderen Parteien
wenn man die 50%-Grenze ein Stück überschreitet, dass das eigentlich ein normaler Wert ist. Ich gebe zu, bei einer solchen Frage würde ich mir auch wünschen, dass 100% der Mitglieder sagen, ich will mitentscheiden, wer diese Partei führt. Das ist einfach nicht realistisch. Wir müssen davon ausgehen, 54% ist ein anständiger Wert und der sagt auch ein Stück darüber aus, was vielleicht die anderen denken, die nicht gegangen sind, denn die hätten ja nicht alle nur einen oder eine gewählt. Nun verdanken Sie diese Wahl, Sie und Frau Esken, auch der Mobilisationskraft der Jusos. Die werden nun aber auch erwarten, dass Sie liefern. Und liefern, das heißt in deren Sicht raus aus der Großen Koalition. Also wir haben eigentlich, oder ich kann das auch jetzt für mich persönlich aus meiner Vergangenheit noch mal sagen, den Zuspruch vieler Menschen, im Übrigen auch der Jusos, aber eben auch ganz andere Gruppen, von vielen Oberbürgermeistern aus den Kommunen, vom Managerkreis der Friedrich-Ebert-Stiftung in Nordrhein-Westfalen, also sehr unterschiedlichen Leuten, gerade daher bekommen, dass sie mich kennengelernt haben als jemanden, der nicht irgendwo sitzt und auf Anrufe wartet, was er tun soll. Und auch die Jusos wissen, dass sie sich durchaus jemanden mit einem eigenen Kopf an die Spitze mitgewählt haben, neben vielen anderen. Aber dass die Jusos Schwung gebracht haben in die Debatte und dass auch Kevin Kühnert ein ja, Herr Walter-Borjans, das ist jetzt ist. Aber glaube, das keine Antwort auf die bestreiten. Das ist jetzt aber keine Antwort auf die Frage, ob Sie, wie Frau Esken das ja auch ausdrücklich will, aus der Großen Koalition so schnell wie möglich aussteigen werden. Wir haben heute schon an verschiedenen Stellen und ich immer wieder auch gesagt, die Frage Ja oder Nein zur GroKo ist nicht die zentrale Frage. Es geht um Inhalte. Ich halte eine große Koalition nicht für der Weisheit letzter Schluss. Die ist Grund dafür, dass die Partei so klein geworden ist, dass Ränder so stark geworden sind. Also muss man aber da raus. Wir sind nun mal in dieser Großen Koalition drin. Na, wir sind erst mal drin und das heißt, die Frage ist, kann ich Menschen vermitteln, dass ich rausgehe? Das kann ich nicht, indem ich die Frage beantworte, nein, ich will nicht in einer großen Koalition sein, sondern ich muss die Themen ansprechen. Und an den Themen wird sich entscheiden, was mit diesem Partner geht und was nicht. Gut, jetzt gehen wir mal davon aus, dass die Union vielleicht keine Lust hat. Und nach die Debatte führt der Parteitag. Aber der Parteitag hat natürlich jetzt durch die Mitglieder hier auch ein Votum bekommen. Und das ist ja nicht nur eine Personalentscheidung, sondern auch eine Richtungsentscheidung. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass die CDU, CSU keine Lust haben, den Koalitionsvertrag wieder aufzuschnüren nach gerade mal 2 Jahren. Wie reagieren Sie dann? Gibt es dann einen Rückzug aus der Großen Koalition? Es gibt für mich auch nicht unbedingt ums Aufschnüren, aber ich weiß zum Beispiel, dass Herr Linnemann von einem nötigen Update spricht, dass die Kanzlerin in den Haushaltsberatungen davon gesprochen hat, dass wir uns jetzt noch mal verschärft dem Thema Klimaschutz, dem Thema Auseinanderdriften der Gesellschaft zuwenden müssen, der Transformation in der Automobilwirtschaft. Das sind ja alles Themen, die darauf deuten, dass auch die CDU weiß, dass man etwas ändern muss. Möglicherweise sogar in einer ähnlichen Richtung wie wir. Und deswegen glaube ich, dass alles nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Die Frage ist nicht einfach rein oder raus. Die Frage ist, was erwarten die Menschen von uns? Und ist diese Koalition in der Lage, da uns voranzubringen oder ist sie das nicht? Und daran entscheidet sich, ob das die richtige Lösung fürs Land ist oder nicht. Dankeschön, Herr Walter-Borjans, für das Gespräch. Gerne. Das Gespräch haben wir vor 2 Stunden geführt. Nun berühren die Entscheidungen der SPD ja nicht nur die SPD und deren Mitglieder, sondern die ganze Regierung und damit auch das ganze Land. Theo Koll, die Wahl dieses neuen Führungsduos liefert insofern ja auch eine Denksportaufgabe für Kanzleramt und Konrad Adenauerhaus, nicht wahr? Davon kann man ausgehen. Die Denkaufgabe wurde da offensichtlich schon erledigt. Ich habe heute Abend aus führenden Unionskreisen sofort eine Nachricht bekommen, man sei auf, Zitat, alles vorbereitet. Die Union wird jetzt wohl erstmal den Parteitag nächste Woche abwarten. Ich würde die Vorhersage wagen, dass die Union da bereit sein wird, weitere Kompromisse zu schultern, um diese Regierung zu retten. Aber bei der von Esken und Walter-Borjans ja erwähnten Forderungsliste, also beispielsweise 12 Euro Mindestlohn, Milliardeninvestitionen, Aufgabe der schwarzen Null, deutlich höhere CO2-Preise. Ich glaube, da dürfte bei der Union rasch irgendwann der Belastungspunkt überschritten sein. Also, was jemand hier schon scherzhaft den Grogsit genannt hat, also den möglichen Ausstieg aus der GroKo, ich glaube, der ist heute etwas näher gerückt. Allerdings wären Neuwahlen zum jetzigen Zeitpunkt doch für beide Seiten auch eine ziemlich riskante Angelegenheit.
Absolut. Also aus einer laufenden Regierung auszusteigen und Neuwahlen auszulösen, dürfte auch bei vielen SPD-Wählern nicht auf Wohlgefallen stoßen. Angela Merkel ist ja auch unter Sozialdemokraten durchaus beliebt. Und die SPD liegt im jüngsten Politbarometer bei 13%. Also für eine rot-rot-grüne oder genauer gesagt ja grün-rot-rote Mehrheit würde es gar nicht reichen. Es droht also der SPD dann der Ritt in die Opposition. Walter Borjans wollte ja vor einiger Zeit schon überhaupt gar keinen Kanzlerkandidaten mehr aufstellen. Für die Union stellt sich das Problem, dass sie derzeit schlicht keinen überzeugenden Kanzlerkandidaten hat. Und dennoch muss man sagen, seit heute ist der Koalitionskitt einer Notgemeinschaft deutlich brüchiger geworden. Dankeschön für die Einschätzung, Theo, nach Berlin. Noch eine Partei hat sich heute neu aufgestellt. Allerdings, im Gegensatz zur SPD, relativ frei von Überraschung und Drama. Auf dem Parteitag der AfD lief alles nach Plan der Parteiführung. Jörg Meuthen darf weitermachen und Alexander Gauland bekam den von ihm gewünschten ostdeutschen Nachfolger. Heikle Themen wie Parteispendenaffäre und Beobachtung durch den Verfassungsschutz wurden heute noch weitgehend ausgeklammert. Das Verfassungsschutzproblem spielte, wenn nur indirekt, eine Rolle. Denn die Delegierten entschieden sich für die jeweils weniger radikal auftretenden Kandidaten. Oliver Heuchert berichtet. Wer sich gedacht hatte, dass der sogenannte Flügel um Björn Höcke heute die Machtfrage in der AfD stellt, sah sich getäuscht. Der Flügel, den der Verfassungsschutz als Prüffall behandelt, hat sich heute ausgesprochen zurückgehalten. Am Mittag gab sich Höcke ungewohnt realpolitisch. Wir haben heute vor allen Dingen den Bundesvorstand unserer Partei zu wählen. Im Vorfeld dieses Bundesparteitages wurden wieder Stimmen laut, dass es hier um eine Richtungsentscheidung geht. Das kann ich nicht erkennen. Wir sind eine mittlerweile doch konsolidierte Partei, die sehr erfolgreich unterwegs ist. Und wohin diese konsolidierte Partei unterwegs sein soll, gab die Parteiführung klar und deutlich vor. Die AfD soll an ihrer Regierungsfähigkeit arbeiten. Opposition reicht der AfD nicht mehr. Und wenn Grüne, Rote und Dunkelrote zusammengehen, wird der Tag kommen, an dem eine geschwächte CDU nur noch eine Option hat: uns. Das ist eine Notlage und diese Notlage zwingt uns dazu, verdammt schnell zu lernen. Und ich sage es klipp und klar, wir müssen nun regierungswillig und fähig werden. Das ist uns aufgetragen. Das ist die Aufgabe für die nächsten 2 Jahre. Mit dieser Linie war der Parteivorstand heute erfolgreich. Jörg Meuthen wurde als Bundessprecher wiedergewählt. Mit 69% der Stimmen setzte er sich gegen 2 Mitbewerber durch. Und auch der Wunschkandidat für den 2. Sprecherposten kam durch, Tino Chrupalla, Bundestagsabgeordneter aus Sachsen. In seiner Bewerbungsrede bewies er, dass er auch die populistische Übertreibung beherrscht. Das größte Wählerpotenzial sehe ich im bürgerlich-konservativen Lager. Bei den Menschen, die keine politische Heimat mehr haben, weil sie konservativen Parteien sie verraten haben. Bei den Menschen, die es satt haben, ihren Gürtel immer enger zu schnallen, weil sie schon fast nicht mehr atmen können. Und bei den Handwerkern und mittelständischen Unternehmen, die ausgepresst werden wie eine Zitrone. Chrupalla kam in einer Stichwahl gegen den Bundestagsabgeordneten Gottfried Curio auf knapp 55%. Vor der Volkswagenhalle in Braunschweig, deren Schriftzug über dem Eingang von VW wegen des Parteitages verhüllt worden war, demonstrierten die Gegner der AfD. 15.000 bis 20.000 Menschen zogen durch die Stadt und protestierten. Morgen tagt die AfD weiter. Es geht auch um unangenehme Themen, um die identitäre Bewegung, um illegale Parteispenden und um die Frage, wann die Partei endlich ein Konzept ihrer Rentenpolitik vorlegt. Zu der tödlichen Messerattacke gestern in London gibt es heute weitere Erkenntnisse. Damit beginnen die Nachrichten von Heinz Wolf. Der Attentäter war ein bereits verurteilter Terrorist. Das hat die britische Polizei bekannt gegeben. Polizisten durchsuchten ein Haus in Stafford in Mittelengland, in dem der Täter nach seiner vorzeitigen Haftentlassung gewohnt haben soll. Der Mann hatte gestern mehrere Menschen niedergestochen. 2 starben an ihren Verletzungen. Auch im niederländischen Den Haag hatte es gestern Abend eine Messerattacke gegeben. 3 Menschen wurden verletzt. Die Polizei gab heute die Festnahme eines Verdächtigen bekannt. Es handle sich um einen 35-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz. Mehr etwa zu den Hintergründen der Tat ist noch nicht bekannt. Tausende Klimaschützer haben in Brandenburg und Sachsen gegen den Braunkohleabbau protestiert. Aktivisten blockierten zeitweise die Abbaugebiete Jentschwalde, Welzow Süd und Schlenhain.
Aufgerufen hatte die Bewegung Ende Gelände. Sie kritisiert die Klimapolitik der Bundesregierung und fordert einen sofortigen Kohleausstieg. Die Auslosung für die Fußball-Europameisterschaft im nächsten Jahr hat für die deutsche Mannschaft eine besonders schwierige Gruppe ergeben. Das Team von Bundestrainer Löw trifft schon in der Vorrunde auf Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal. Der dritte Gegner wird erst noch in den Playoffs ermittelt. Und jetzt die Lottozahlen dieses Samstags. Sie lauten wie immer ohne Gewähr 5, 33, 38, 42, 43, 47. Superzahl 5. Und weitere Gewinnzahlen finden Sie auf lotto.zdf.de und im ZDF-Text auf Seite 556. Jetzt noch die Wetteraussichten. Morgen in der Mitte und im Südosten zum Teil freundlich, sonst überwiegen die Wolken. An der See gibt es einzelne Schauer. Im Südwesten kann es ab Mittag schneien oder regnen. Dazu minus 1 bis plus 6 Grad. Am Montag gibt es an den Alpen und im Norden Schauer. Ab Dienstag bleibt es trocken mit viel Sonne im Süden und mehr Wolken im Norden. An den Temperaturen ändert sich wenig. Das war's von uns. Weiter geht's mit dem aktuellen Sportstudio. Und danach, so gegen 0:25 Uhr, gibt's die nächste Heute Express. Bis morgen. Auf Wiedersehen.